Hier, Messer ins Kreuz. Oh, Saukopf, du hässlicher. Also ich laufe ja falsch, ne? Ich muss ja. So, da war diese abgebrochene Brücke. Ah ja, siehst du, das ist da oben die Leiter. Da waren wir. Doch, wir müssten das irgendwie runtertreten können. Um den Shortcut freizuschalten. Da brauchen wir nicht immer hier wieder an allem vorbeizulaufen. An dem hier noch. Ja, und dann hier auch schon mal. Nochmal ein, zwei Schläge zu viel kassieren, die uns schon unnötigen Schaden verursachen. Das müsste doch dann auf der nächsten Ebene gefühlt sein, oder? Oder müsste es eigentlich schon auf der anderen Ebene sein? Ha, gute Frage, nächste Frage. Da muss es doch irgendwo rumgehen. Diese Leiter hier ist es. Leiter herunterlassen. Nice! Wir haben ihn, Leute, wir haben einen Checkpoint. Also, eben Shortcuts, sagen wir mal, wie es ist. Jetzt dreht er komplett durch. Jetzt wird er zur Bestie. So, wenn wir nochmal Glück haben und das hier gut läuft, dann laufen wir wieder mit voller Energie und vollem Life und vollen Tränken zu dem Gestörten da oben, den ich nicht schaffe. Und vielleicht sollte ich ihm direkt mal den da geben. Und noch mal eine. Da haben wir schon mal. Ja, super. Alter, er ist echt. Er ist krass auch mit der Range, ne? Und ich hab den noch fast keinen. Da kommt noch so einer mit dem. Nee, oder? Ah, die kriegt aber mehr Damage. Alter Schwede, ey. Nein, es ist aber auch krass, ey, zwei Leute. Also die Stelle ist nicht ohne. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich eigentlich da lang muss. Aber jetzt kommen wir ja schnell hin, sage ich mal, mit unserem Shortcut. Die hat es immer noch nicht mitbekommen. Also, dass da zwei jetzt noch kommen, das war dann halb schon einer zu viel, sag ich mal. Ne? Wo war denn das Ding? Das war da hinten, ne? Oder? War das da oder da? Ne, das war da bei den zwei. Also, die zwei müssen wir schon noch fetzen. Oh. Da wollte ich ganz cool hier. Nice. Dieser Parry hat gefunzt. Der auch. Und guck mal, wie direkt der Life runtergeht, ne? Und wenn alles grün ist und ich mache so einen harten Attack, so eine harte Attacke, einen harten Attack, dann geht die Energie auch direkt ganz runter, glaube ich, ne? So, Shortcut acquired. Baby, baby, baby. Ich hab einen Shortcut. Der ist ja so niedlich. Und da ist keiner dabei. Und dann komme ich bei die Gegner da hinten, die zwei. Die gehen mir voll auf das Ei. Ei, ei, ei. So. Ich bin geborener Killer. Warum habe ich denn eigentlich so wenig Memories? Hatte ich eben nicht meine Memories in dem Kampf hier aufgehoben? Oder sind die dann einfach nach dem zweiten Sterben weg gewesen? Ne, da hinten liegen ja nochmal welche. Ach so, ja, ich habe sie jetzt noch nicht aufgenommen, die Trottel.
Ja, stimmt. Aber wenn ich jetzt dorthin gehe, dann trigger ich gleich die zweite Tante. Und wenn ich nicht hingehe, trigger ich ihn. Und... Hm. Ah, er geht... Ah. Er will nicht unbedingt unbegrenzt... Scheiße. Falsche Taste gedrückt, ne? Ich wollte eigentlich den Federangriff machen. Er heilt sich, wie man sieht. Deswegen hat er die Grüne hinter sich. Oh, fuck, ey. Komm, ich hol mir hier mal live. Life will go on. Ich kann nicht runterspringen, doch. Lass mich in Ruhe. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, oh. Nein, Mann, geht doch weg. Ey, Alter, jetzt nimmt's aber gerade hier zu, auch an Gegnermengen und... Goodbye, my friend, Alter. Oh, cool. Axtfähigkeiten-Splitter. Nee, 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 so nicht. Fräulein. Bin ich denn jetzt überhaupt gerade hier? Ich verliere voll den Durchblick. Die meisten Arbeiten im Zelt bestehen darin, irgendwelche Eimer von einer Seite zur anderen zu tragen. Manchmal fühle ich, wie sich darin aufbewahrte Dinge bewegen. Ja, er hier zum Beispiel. So, wir haben 2000 Erinnerungssplitter. Ach, herrje. Oh, ja. Da holt er mir live ab, wenn er mich trifft, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin eben. Ich bin ja einfach oben durchgelaufen. Doch, doch, ich weiß es noch, glaube ich, ungefähr. Aber hier geht es ja von einer Tortur in die nächste jetzt. Also es hat da oben bis hierhin, was ja eigentlich recht sachte. Also da oben hat es deutlich an Fahrt aufgenommen. Deutlich. Hammerhart, ey. Ja, ja, wenn ich voll aufgeladen habe, dann ziehe ich ihm die ganze grüne Energie quasi ab, die bis dahin weg ist. So ist das, glaube ich. Das heißt, wenn wir jemandem viel Schaden machen und der versucht, bevor der sich regeneriert, sollten wir ihm einen harten Hit mit der Klaue geben. Lang aufgehalten und dann geht diese Lebensenergie auch nicht mehr, wird diese Energie nicht mehr voll. Okay, jetzt muss ich tatsächlich... Ja, ja, schreit hier nur. Jetzt Psychos da unten rauf. Und von da war es hier rauf. Und ich scheiße jetzt auch auf alle anderen, außer die hier. Hier. Stimmt, der war ja auch noch da. Da müsste noch einer aber gewesen sein, ne? Scheiße, da bin ich getroffen. Da hat mich doch noch einer angegriffen letztens von der Seite. Dumm, oder? Oder war das der? Nee, keine Ahnung. So, wir wollen gucken, dass wir jetzt gegen den hier mal bestehen. Das wäre schon mal richtig nice. Ah doch, da ist noch einer. Siehst du? Jawohl!
Jetzt muss ich einen geladenen reinhauen. Ah, er hat aber nicht alles abgezogen. Ups. Ja, hat aber getroffen auch. Nein, weich raus! Shit! Komm! Jawohl! Nibbel ab jetzt, Mann! Alchemieverstärker! Nice! Und noch ein bisschen Energie verbrettert. Faust, Faust, yeah, haben wir Faust Skills. Sehr gut. So, leveln wir uns so, machen wir noch mit, leveln, ja. Gesundheit hoch. Okay, das war also auch ein härterer Gegner. Jetzt haben wir schon zwei von der Sorte härterer Gegner besiegt. Und hier war noch was irgendwie. Wir müssen ja mal gucken, vielleicht finden wir ja auch irgendwo einen Shortcut oder so. Ja, da ist noch eine Tür. Aber ich glaube, die kann man wieder nicht öffnen. Nee. Okay. Aber der ganze Weg zu einer Tür, die man gar nicht nutzen kann. Na gut, da ist nochmal was. Wäre schon komisch. Oh, Dorf Elsten 03. Obwohl Odur unter den Bewohnern von oben sehr populär ist, sorgt er sich dennoch um das Bäumemeer. Sein Zirkus versorgt die Leute nicht nur mit Arbeit und Rohstoffen, sie geben sogar Gratisvorstellungen zur Unterhaltung jener unter uns, die noch nie die Außenwelt gesehen haben. Viele sind Odur für sein Mitgefühl dankbar. Wenn der Zirkus also nach neuen Mitgliedern sucht, melden sich die Waldbewohner in der Regel bereitwillig. Okay. Schön für sie. Schön für sie. Schön mit Ö. Dieser erste Levelabschnitt hier, der, also diese erste Erinnerung, die ist schon lange. Wobei, vielleicht wird auch erst irgendwie eine Erinnerung getriggert, wenn ich das Gebiet verlasse, weil ich kann ja die Erinnerung auch verlassen, ne? Und vielleicht fällt ihm dann irgendwas ein dazu. Müssen wir mal vielleicht probieren. Und da oben, ja, da haben wir noch mal was zum Collecten. Ich weiß nicht, ob man die Erinnerung komplett abschließen muss oder so irgendwie, oder... Da ist noch mal ein Drohnen. Da hinten ist noch mal was zum Collecten. Wir aktivieren erstmal den Drohnen hier. Mir schwant Böses. Ja, schwant Übeles. Was haben wir hier nochmal? Oh je, geht's denn da noch hin? Ach du heiliger Shit, ey. Warte mal, da geht's nochmal höher. Was haben wir denn da noch? Da leuchtet irgendwas. Das Leben... In Hermes, Zirkus 02. Nachdem Odur sich dem Dämmerzirkus angeschlossen hat, erreichte dessen Bekanntheit ungeahntem Ausmaße. Er hob die Qualität ihrer Vorstellung auf eine völlig neue Stufe. Was Odur Vergangenheit angeht, gehen die Meinungen auseinander. Okay. Also schon ein bisschen verwirrend. Wer bist denn du? Oh, 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 oh. Alter, die macht wild. Die ist wild. Ey! Das ist unfair. Lady Butterfly oder was? Alter, hör doch mal auf mit dieser Scheiße hier.
Bumm! Weggetreten, Alter. Oh nee, ich bin ja immer noch mit meinen ganzen Seelen dahin gelaufen. Oh nee, mit meinen Erinnerungssplittern. Alter! Ey, eine wilde Kuh, Mann. Was ist denn das hier überhaupt? Interagieren. Nein! Nein! Oh Gott sei Dank, ich kann auch mal runterfahren. Das ist ein Aufzug oder sowas gewesen. Wo war ich denn langs? Hier? Nee. Ah, das ist da. Das ist da unten, wo der Pikenier läuft, ne? Oder? War das der? Ach nee, das war. Ah, das war oben auf der Plattform, wo das Giftding war, glaube ich. Also so könnten wir auch nochmal runterspringen. Wo war ich eben lang? Da hinten. Genau, da waren wir hoch. Jetzt bin ich am überlegen. Da war es auch hoch. Und hier, das sind wir schon. Das stimmt, da hinten waren wir ja auch oben. Oh, da kommt Lady Butterfly. Bye, bye, Butterfly. Jeder Tag war nicht schön mit dir. Was kriege ich jetzt von ihr? Auch so ein Wurfmesser. Was hat er denn jetzt gemacht mit diesem Wurmwesser? Fliegende Dolche. Hä? Warum hat er die nicht benutzt? Alter. Ey, ist es... Ich hab's geparried zwischendurch. Nein! Oh, ich kann diesen Kampf gewinnen. Glaube ich. Heiliger. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, vor allem sehr agile Gegner in dem Spiel. Sehr, sehr agile Gegner auch mit drin, ne? Ich weiß auch nicht, was ich mit ihrem Wurfmesser... Der hat so komisch die Hand gemacht und das war ja immer noch da, als hätte ich es. Aber ich hatte es nicht mehr eigentlich. Ah, ein Parry war schon mal, aber ich habe schon 200 Leben verloren. Oh... Ja, vor allem, ich müsste ja so deflekten, wie bei Sekiro, weil das ja mehrere Attacken sind. Ich parriere und sie macht ja trotzdem weiter in ihrer Combo. Also es gibt ja, glaube ich, auch einen Parry-Skillpunkt, wo man den Gegner in seiner Combo unterbricht. Ja, da war ja irgendwas, glaube ich. Aber hier müsste ich ja versuchen, gleich drei Attacken zu parrieren. Na, ja, danke. Super. Ja, oder gar keine. Das ist dann auch immer eine Möglichkeit. Boah, ey, das ist aber auch echt krass. Ey, du alte Sau, ne? Ja, dann wirf doch nur noch mit Wurfmessern, Mann. Eben lief das Ganze besser. Ja, nicht einen Parry hinbekommen gerade. Nice, nice, nice.